In diesem Video wollen wir uns mit dem Studienaufbau an der Hochschule Nordhausen beschäftigen. Im Ingenieursbereich haben wir einen sogenannten modularen Baukasten entwickelt. Das heißt, wir nehmen alle Fächer, die zum Bereich Ingenieurwesen gehören, die haben wir quasi in einem großen Baukasten, wie einen Lego-Baukasten, haben wir den zusammengesetzt und haben das Studium so aufgebaut, dass wir in den ersten zwei Semestern für alle Ingenieurstudierende die Grundlagenfächer unterrichten. Da gehört zum Beispiel die Mathematik zu, da gehört die Physik zu und dann gibt es natürlich auch so ein paar maschinenbauliche Schwerpunkte, die wir dort schon setzen, mit der Mechanik, aber auch das Thema CAD, das für uns in der heutigen Zeit, im Zeitalter der digitalen Entwicklung, natürlich eine entscheidende Rolle spielen. So, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, während der ersten zwei Semester werden Sie in etwas größeren Gruppen zwischen 20 und, sag ich mal, maximal 100 Studierenden unterrichtet und haben allerdings die Übungen dann in kleinen Gruppen von maximal 20 Personen, zwischen 10 und 20 Personen und natürlich die Möglichkeit der individuellen Betreuung. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir hier stehen und Ihnen die ganze Zeit erzählen, wie das Ganze funktioniert, sondern wir arbeiten natürlich mit der Tafel, ganz klassisch noch. Das heißt, mit der Kreide wird nochmal erklärt, wie Dinge zusammenhängen. Denn denken Sie dran, ich kann Ihnen 100 Folien in einer Stunde zeigen. Das ist quasi wie ein Film gucken in PowerPoint. Aber ich kann Ihnen das Ganze auch Schritt für Schritt an der Tafel erklären und Ihnen zeigen, wie das Ganze zusammenhängt und wie es entsteht. Und das ist ein entscheidender Vorteil, weil sonst könnten Sie ja auch ein Lehrbuch lesen. Nur im Lehrbuch haben Sie halt immer das Bild schon fertig. Bei uns entsteht das Bild. Sie sehen Schritt für Schritt, wie es zusammenhängt und wie daraus sich die Formeln dann ableiten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Vorlesungen, die sich praktisch mit dem Stoff beschäftigen und dazu haben wir immer im circa gleichen Verhältnis auch die Übung. Das heißt, Sie können den Stoff, den Sie in der Vorlesung lernen, auch an praktischen Beispielaufgaben entsprechend lösen. So, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch mal was anfassen. Wir müssen gucken, warum gehen Werkstoffe kaputt. Wir müssen mal eine Probe zerreißen. Wir müssen Dinge mal anfassen. Wir müssen vielleicht Elektrokabel zusammenstecken. Ja, wir wollen das auch praktisch erleben, wie es ist. Und dafür bieten wir eine ganze Reihe von typischen Laborpraktika an. So, was haben wir noch natürlich? Wir fahren auch auf Exkursionen, das heißt, wir gucken uns bei Industrieunternehmen an, wie sieht denn das eigentlich in der Praxis aus? Und manchmal ergeben sich aus einem solchen Besuch, zum Beispiel haben Sie noch nie wahrscheinlich darüber nachgedacht, wie Knäckebrot hergestellt wird. Und da kann ich Ihnen sagen, Knäckebrot und Maschinenbau haben ganz viel miteinander zu tun, denn die Platten, die Sie herstellen, sind ungefähr so groß wie so eine Lego-Platte. Und dann kommt eine Kreissäge, denken Sie bitte dran, eine Kreissäge und schneidet diese große Platte in diese Knäckebrotscheiben, in die Größe, die Sie aus der Packung kennen. Und wenn Sie das einmal gesehen haben, dann haben Sie eine ganz andere Sichtweise auf Knäckebrot. Und ich kann Ihnen übrigens sagen, wenn Sie in den Teigbottich reinfallen, da können Sie drin ertrinken. Der hat einen Durchmesser von 5 Meter circa. Und das ist halt das Schöne, wenn man hier halt Praxis und Theorie miteinander verbinden kann. So, und wenn es dann im zweiten Studienabschnitt geht, dort haben wir die Vertiefungsfächer, da gehört die Thermodynamik dazu, da gehören die Kraft- und Arbeitsmaschinen mit dazu, da gehören die Maschinenelemente mit dazu, da gehören die Konstruktionsmethodiken mit dazu, finite Elemente zum Beispiel, Berechnung und Simulation, die wir machen. Dort haben wir aber auch im CAD-Bereich Anwendungsprojekte, so haben wir zum Beispiel im letzten Semester eine Pommesmaschine entwickelt und haben mal überlegt, wie kann ich eigentlich Pommes schneiden. Und wenn Sie im Hintergrund gucken, dann sehen Sie hier, wir haben zum Beispiel auch eine Uhr gebaut und die Zahnräder, die haben wir im 3D-Druck hergestellt. So, das ist alles das, was wir dann im weiterführenden Studium haben. Und im weiterführenden Studium können Sie dann aus unserem Modulkatalog, je nach Ihren Interessen und Neigungen, weitere Fächer zum Beispiel aussuchen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich mag mehr Informatik, haben Sie die Möglichkeit, Informatik zu lösen oder Sie möchten mechanische Verfahrenstechnik machen, bieten wir Module in der mechanischen Verfahrenstechnik an oder wir könnten halt auch im konstruktiven Bereich mit zum Beispiel finite Elemente, Konstruktionsmethodiken, Vertiefungsakzente setzen. Und
zum siebten Semester, das ist in der Regel unser Abschlusssemester. Dort haben Sie in der Regel ein Industriepraktikum, das Sie für ca. 3 bis 6 Monate machen. Und aus diesem Industriepraktikum entsteht dann Ihre Bachelorarbeit, wo Sie ein angewandtes Projekt machen. Und das machen Sie in der Regel in einem entweder lokalen Unternehmen oder einem Unternehmen Ihrer eigenen Wahl. Einige gehen auch nach Amerika, nach Russland, nach China. Das haben wir alle schon betreut und auch Arbeiten in Fremdsprache sind bei uns an der Hochschule möglich. Ich hoffe, das Angebot, was wir Ihnen zur Verfügung stellen, finden Sie interessant und spannend. Und wie gesagt, ich würde mich wieder freuen, wenn wir Sie im Herbst begrüßen dürfen.